Enjoy deine kurze, knackige Legung für dich und für deinen Mister. Jetzt schauen wir in die Karten hinein. Welchen Plan hat er mit dir? So, konzentriere dich. So, konzentriere dich auf deinen Herz, alle liebst. Ja? Konzentriere dich. So. Eine kleine Neunerlegung mit Licht und Schatten Tarot. Und jetzt schauen wir, was die Karten so generell sagen. Seine Gedanken, seine Gefühle. Wow! Yeses! So, und wie das weitergeht, und schreibt auch unbedingt in die Kommentare, wie euch diese Form von kurzer Legung gefällt. Also irgendwie habe ich immer noch im Hals, das will und will und will nicht weg. Also, so, ich hoffe, du freust dich. So, die unterste Karte hier ist die Sonne. Wow, der hat einen Plan, also was hier wirklich zu Wunscherfüllung führen könnte. Also er macht sich sehr viele Gedanken, wie er diese, ja, diese Wunscherfüllung, also diese 10 Kelche ist ja eine absolute Glückskarte, wie er das erreichen könnte. Darüber macht er sich also wirklich viele, viele Gedanken. Und auf der Kopfebene auch, wie er wirklich optimal in der Balance kommen könnte, dass er das, diese Wechsel mit dir auch wirklich, dass das stattfinden kann, dass es auch weitergehen kann, ja? Wie, ja, was fühlt er denn für dich? Also, er weiß auch, dass es Chancen hat mit dir. Er weiß ganz genau, wenn er sich bei dir melden würde, er denkt darüber nach, wenn er in Gleichgewicht wäre, könnte das also mit euch weitergehen, könnte das wirklich in diese 10 Kelche, in diese wundervolle Wunscherfüllung gehen, also wo wirklich alle wirklich sehr, sehr glücklich sind, so nehme ich das jetzt wahr. Auf der Herzebene sehe ich hier, dass auf jeden Fall also dich als Kelchkönigin hier hat, auf jeden Fall, und ja, dass er auch diese Seelenpartnerenergie spürt und die göttliche Fügung auch spürt und von allen Dingen die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist immer diese Anbindung am Universum, diese tolle, schöne Energie. Das fühlt er für dich. Und wie geht es denn wirklich tatsächlich weiter? Also ich sehe hier großartige Entwicklungen, den Ritter der Kelche symbolisiert hier wirklich immer für mich, dass die ganze Welt offen steht und auch, also dass er wirklich hier gewinnen kann, als Sieger davor gehen kann. Also total gute Karten. Wahrscheinlich warst du auch bei dem Neumond-Ritual dabei. Da freue ich mich sehr. Und ja, das ist so sein Plan, dass er dann irgendwann auf dich zukommt und ja, mit dem Kelchen, also und dann alle Möglichkeiten ihm offen stehen und er steht im Endeffekt nachher wie eine Sieger da. Er hat die Wunscherfüllung dann halt bezüglich auf dich, ja. So, wir fragen jetzt mal, ja, so, was hat denn auf sich mit seinem Plan, was, wie will der denn Sieger sein, das will ich jetzt mal wissen. Also, in erster Linie wird er sehr leidenschaftlich, also auf dich zukommen. Und er wird jetzt nicht mehr die Chancen verpassen, denn er weiß ganz genau, also hier, du bist in deine Herrscherkraft. Und also, auf jeden Fall, dass du auch wirklich Klärungsbedarf hast. Das spürt dein Herzensmensch. Jetzt klären wir mit den Lenormand-Karten nochmal, also auf seine Stabilität. So, was ist denn bei seiner Stabilität gerade? Ja, also ich habe das Gefühl, dass er noch familiäre Themen hat, die ihn in Gleichgewicht bringen soll. Also in Heilung bringen soll
und von allen Dingen, dass er hin und her gerissen ist, was er machen soll. Ja, und deswegen hat er diese Maske. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Er weiß ja wirklich gar nicht, was er machen soll. Und er weiß auch wirklich gar nicht, was hier die Lösung wäre. Er weiß, was er sich wünscht. Und er meint, er könnte auf dich zukommen. Aber was soll er dir denn sagen? Das fragt er sich. Was soll er dir denn sagen? Aber trotzdem, ich habe hier das Gefühl, dass hier in seiner Balance auch Verletzung in der Liebe eine Rolle spielt. Also, dass er deswegen hier so unentschlossen ist, weil der sich noch nicht da geheilt hat, weil der sich da noch nicht im inneren Mitte gefunden hat, das nehme ich jetzt hier wirklich wahr. So, wir ziehen jetzt eine Karte aus dem Communication with the Soulmate. So, und da kommt der Misch geblockt. Also, warum hast du mich blockiert bei WhatsApp, Facebook und Co.? Warum willst du mit mir nicht mehr sprechen, nur weil ich nicht so funktioniere, wie du es dir erhoffst? Nur weil ich nicht immer wieder zurückschreibe, wie du es dir erhofft hast? Nur weil ich mich immer noch nicht von meiner jetzigen Partnerin getrennt habe? Nun, weil ich mich immer noch nicht von den Ängsten, die mich bedrücken, gelöst habe? Bitte entblockiere mich, ich möchte ja gerne mit dir reden. Und da ist halt auch wirklich die unterste Karte, ist die innere Kindarbeit bei ihm. Ja, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, ich muss das innere Kind in mir noch Heilung bringen. Ich habe eine schlimme und grausige Kindheit hinter mir. Mutter und Vater haben mir so gut wie keine Liebe gegeben. Und wenn denn nur, wenn ich funktioniert habe. Ich muss mir meine Themen angucken. Liebe habe ich in meinem Leben von noch niemandem bekommen. Durfte nur funktionieren. Wenn ich funktioniert habe, dann war ich liebenswert, egal für wen, ob für Mutter, Vater, für die Freundin, Ehefrau und sogar bei meinen Kindern ist es so, dass ich mich nur lieb haben, wenn ich, ja, mich so, wenn sie mich brauchen. Also das ist schon wirklich krass. Also da habe ich jetzt volles Mitgefühl. Wenn du auch wirklich deine persönliche Legung bei mir abholen möchtest, freue ich mich sehr. Und ja, findest du die Kontaktdaten und meinen Shop auch unter dem Video. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und apropos, der Shop im Infobox, da ist auch das Coaching jetzt mit 10% für 12 Wochen in Angebot. Da kannst du auch richtig viel für dich sparen. Da kannst du shoppen gehen. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe, sage danke, ciao, ciao.